Guckt euch das mal an. Meine Lieben, es startet direkt mit dem Mittagessen, weil ne, man wird richtig ausgeschlafen. Auf dem Samstag darf man das, glaube ich. Ne? Ich liebe das auf jeden Fall. Aber ne, dann ist immer sofort Kochen angesagt. Das ist nicht so toll, weil man ne, erstmal so klappen muss. Ne? Und deshalb gibt es was Schnelles. Hühnerfrikassee, vegetarisch. Hatte ich noch nie. Ist vom Marktkauf. Und von der Firma Veggie Life. Keine Ahnung, wie das ist. So sieht's aus. Also zugegeben, es sieht echt nicht gut aus. Aber ja. Es kann ja schmecken, ne? Und hier ist schon etwas Reis. Das sind 85 Gramm. Ja. Und jetzt, warte ich, dass das Wasser kocht, ne? Wäre nicht schlecht. Dann kann es losgehen. Das können wir eigentlich schon mal in den Topf reinmachen. Was haltet ihr davon? Aber dafür muss ich jetzt mal endlich mal eine Schere holen, ne? Die ich immer habe. Yay! Wiedergefunden. Ja. Versuchen wir mal irgendwie, ist hier was gekennzeichnet? Nicht. Das mit der kann ich nicht so gut schneiden. Okay, das macht so. Also, außerdem tut das echt nicht gut. Riechen tut es noch einmal nicht nur nach der Kasse. Boah, guckt euch das mal an. Seht ihr, dass so dick das ist? Naja. Machen wir erstmal ein bisschen Wasser rein. Hier war gerade noch der Reis drin, deshalb nehme ich jetzt die, ne? Also nicht wundern. Boah. Das ist wie so Hundefutter oder Katzenfutter. Das ist gar keine Soße. Kann das sein, dass es irgendwie lecker. Nur das Fleisch ist und so. Also Leute, hier steht anbraten. Wieso anbraten? Hühnerfrikassee anbraten. Also ich kenne das nur, dass es so aussieht, ne? Und hier steht das mit Braten. Ja. Dann Wasser mal wieder weg, ne? Dann braten wir das mal an. Hier, meine Lieben, angebraten ist es jetzt. Also riechen tut's gut. Jetzt, das ist richtig schön zu bröselig beim Anbraten. Jetzt sieht es wirklich aus wie Katzenfutter oder Hundefutter, ja. Werdet ihr gleich sehen. Aber es kommt ja auf den Geschmack an, ne? Am Riechen tut es eigentlich gut. Okay, Leute. Wasser kocht. Dann kommt jetzt der Reis rein. Mal wie Elektrisiert in den Schüsseln mit ein bisschen Salz. So. Dann war's das. Okay, dann probieren wir mal die Soße. So sieht sie aus.
Wie geschnitzelt ist. So sieht's aus. Okay, zugegeben, nicht so wirklich gut. Aber es kommt ja auf den Geschmack an, ne? Sollen wir mal testen. Okay, der Geschmack geht echt. Wirklich. Obwohl es echt nicht so aussieht. Aber der Geschmack geht. Obwohl es da noch viel schlimmer aussieht als in echt. Ja, so sieht das nicht so schlimm aus. Okay, gleiches Essen. Bis später. Hey, meine Lieben. Es ist Abendbrot. Und ich werde Eiweißbrot essen. Vom Aldi. Eine Scheibe. Da ich gar nicht so einen Hunger habe. Ja. Mit dem etwas. Und später noch ein Apfel. Sehr gut. Mit dem Käse hier. Moment, im Blumentadelücken. Und mit dem hier. Denke ich. Ja. Das war's auch schon. Dann wünsche ich euch noch einen guten Abend. Bis morgen.